So alle zusammen, auch von unserer Seite, zum Abschluss jetzt noch die Möglichkeiten zur Hitzereduktion durch Vegetation. Und weiter. Jetzt. Zunächst kurz zum Inhalt. Im ersten Kapitel gehen wir einleitend kurz darauf ein, welche Effekte durch Vegetation besonders hilfreich sind, um Hitze zu bekämpfen. Im zweiten Schritt analysieren wir dann verschiedene Maßnahmen, im Hinblick darauf, wie wirkungsvoll sie sind und auch, ob sie auf den Schlachthof übertragbar sind. Im dritten Kapitel wenden wir uns dann einigen themenübergreifenden Schnittstellen zu, auf die wir beim Recherchieren so gestoßen sind und die sich nicht mehr eindeutig einem Thema zuordnen ließen. Und zum Schluss geben wir dann noch einen kleinen Überblick, was aus unserer Sicht für den Schlachthof die besten Ideen wären. Also zunächst mal zu den Kühlungspotenzialen der Vegetation. Neben dem ganz offensichtlichen, dass es im Schatten einfach angenehmer ist, sich aufzuhalten, wollen wir mit diesem Bild erstmal noch auf was ganz anderes hinaus. Und zwar ist es ja so, länger andauernde Hitzephasen haben nicht nur die direkt für uns spürbaren Auswirkungen, sondern können sich auch negativ auf unsere Trinkwassersysteme auswirken. Denn wenn sich die Leitungen unter stark besonnten Flächen aufheizen, begünstigt das eben auch die Vermehrung von Bakterien, vor allem in weniger stark durchflossenen Bereichen des Netzes. Und gerade bei uns am Schlachthof, wo wir einen sehr hohen Anteil von asphaltierter Fläche haben, die sich nicht nur besonders schnell aufheizt, sondern die Wärme auch an tiefere Bodenschichten weitergibt, speichert und dann erst stark verzögert in der Nacht wieder abgibt, das ist natürlich ein Problem und da kann man durch die Beschattung von solchen Flächen eine sehr große Wirkung erzielen. Auch wenn das eventuell schwierig sein kann, wie wir in dem ersten Gastvortrag gehört hatten, zwischen den vielen Leitungen überhaupt noch Wurzeln unterzubringen. Und die zweite Sache, zu der wir vorhin schon ein bisschen was gehört haben, die einzige Möglichkeit, Wärme wirklich wirkungsvoll abzuführen, ist die Verdunstung von Wasser. Die Energie wird dann durch die Veränderung des Aggregatzustands gebunden und erst dort wieder freigesetzt, wo sich der Aggregatzustand wieder ändert, und das ist in der Regel erst in der Atmosphäre. Und hier kommt eben nicht nur Wasserflächen in Frage dafür, sondern eben auch die Vegetation, denn über die Spaltöffnungen in den Blättern geben Pflanzen Wasserdampf ab, während sie Kohlendioxid für die Photosynthese aufnehmen. Und das ist ein wahnsinnig guter Effekt, den wir nutzen können, um Stadträume effektiv und auch messbar zu kühlen. Und darauf wird David jetzt gleich etwas genauer eingehen. Genau, das erste Beispiel, was ich oder was wir rausgesucht haben, ist von der TU München. Da wurde geprüft oder gemessen, inwieweit sich die Bepflanzung von Bäumen positiv auf das Stadtklima auswirkt. Dabei ist man zu dem Schluss gekommen, dass gerade Bepflanzungen, die unten mit Grünbändern verbunden sind, höhere Kühleigenschaften haben als solche, die mit so Baumregolen ausgeführt sind, wo der Großteil der Fläche versiegelt bleibt. Das linke Beispiel ist der Bordeaux-Platz in München. Das rechte Beispiel ist der Pariser Platz in München. Links ist ein Kühlwert vom Boden von 20% unter den Bäumen zu sehen. Im rechten Beispiel sind es 16%, was schon mal zeigt, 4% Unterschied ist jetzt nicht die Welt, aber schon mal etwas. Links sind 2 Grad Luftunterschied. Das ist auch schon wieder relativ viel. Und bei Starksommerereignissen, also bei Hochtemperaturereignissen, haben wir einen Saftfluss von 8 Litern pro Stunde in den Bäumen, also in jeweils einem Baum, was relativ viel ist und dadurch auch nochmal diese Transpiration der Bäume veranschaulicht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das linke Beispiel bei uns überhaupt nicht durchsetzbar ist, aufgrund dessen, dass so viel Bodenöffnung vorgenommen wird und die Bepflanzung wahrscheinlich diese Schutzschicht durchbrechen würde. Dann kommen wir jetzt zur Dachbegrünung. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Dachbegrünung. Wir fangen mit der extensiven Dachbegrünung an. Dabei handelt es sich um eine Dachbegrünung, die einmal angelegt wird, dann im ersten Jahr wahrscheinlich noch bewässert werden muss und dann mit einem jährlichen einmaligen Wartungsaufwand relativ problemfrei abläuft, muss auch nicht bewässert werden und hat diverse Vorteile gegenüber einem nicht begrünten Dach. Da komme ich gleich noch drauf. Interessant oder wichtig hierbei ist, dass extensive Dachbegrünung
zwischen 10 und 20 Kilo pro Quadratmeter Gewicht haben, was man dann mit einberechnen muss, beziehungsweise wo man vielleicht statisch noch ertüchtigen muss. Jetzt kommen wir zur intensiven Dachbegrünung. Die ist deutlich schwieriger zu bewerkstelligen bei statischer Belastung, da von 50 bis 250 Kilogramm pro Quadratmeter ausgegangen werden muss. Und das ist natürlich eine Belastung, wo man entweder Gebäude statisch ertüchtigen muss oder vorher bei Bauten darauf eingehen muss, dass man sowas auf dem Dach plant. Allerdings hierbei zu erwähnen ist, dass sogar Bäume auf den Dächern dann wachsen können. Also mit flachwurzelnden Bäumen kann man es erreichen, dass man dann sogar Baumgruppierungen auf den Dächern ansiedeln kann und damit eine Kühlung hervorruft. Dazu sieht man dann im nächsten Beispiel, dass Bitumendächer eine extrem, also eigentlich eine relativ geringe Reflexionsrate haben, aber ansonsten auch eine relativ geringe Verdunstungskälte und dadurch natürlich sich stark aufheizen und auch die fühlbare Wärmeabstrahlung sehr hoch ist. Im nächsten Beispiel sehen wir das zu einer extensiven Dachbegrünung. Da ist die Verdunstungskälte deutlich höher, die Reflexionsrate auch etwas höher und der fühlbare Wärmeaustausch ist deutlich geringer. Gleichzeitig ist bei Starkregenereignissen auch für eine Verzögerung des Abflusses, das muss man auch erwähnen. Und dadurch kann man quasi diese Starkregenereignisse verzögert in die Kanalisation abgeben, beziehungsweise in ein Zisternensystem, was man vielleicht im Schlachthof dann bräuchte, um die ganzen Eingriffe zu bewässern und so eine Überflutung verhindern kann. Im nächsten Beispiel sehen wir die Fassade von dem Physikinstitut in Berlin. Das hatten wir heute in der ersten Präsentation schon mal. Da vielleicht auch nur ganz kurz, das ist ein Versuch gewesen, zu messen den Unterschied zwischen einer normalen Verschattung und einer bepflanzten Verschattung. Die Messergebnisse leider in den Zahlen wurden uns noch nicht zugekommen oder haben wir noch nicht bekommen. Ich hoffe, dass wir das dann noch nachreichen können. Genau, eine Anfrage dazu ist raus. Interessant ist hierbei, was wir schon herausgefunden haben, dass es einen Temperaturanstieg oder Unterschied im Sommermonaten hinter den Grünfassaden von Tag zu Nacht von 10 bis 15% Grad kommt und in den Verschattungen mit konventioneller Verschattung bis zu 35 Grad Tagestemperaturunterschied. Das heißt, nachts zu tagsüber ist der Unterschied deutlich höher. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Transpiration der Pflanzen kühlt, zum anderen die Verschattung der Pflanzen ist saisonabhängig. Das heißt, im Frühjahr und Herbst habe ich eine relativ geringe Verschattung aufgrund des geringeren Laubvorkommens und im Sommer, wenn ich am meisten Verschattung brauche, habe ich auch am meisten Laub. Ein weiterer Effekt, den eine Studie der Universität Köln zutage gebracht hat, ist, dass Pflanzen gerade die Stickstoffdioxidbelastung und die CO2-Belastung vermindern. Allerdings wurden da auch keine Kennzahlen genannt, sondern nur, dass es eine signifikante Veränderung gibt und dass sich solche Stoffe in den Pflanzen anreichern, was man dann auch noch gucken müsste beim Schlachthof. Wenn man sagt, man macht das, dass man da zum Beispiel selber was pflanzt, dann müssten diese Pflanzgefäße oder müssten diese Pflanzen darauf getestet werden, welche Schadstoffbelastung die dann am Ende vom Tag haben. Genau. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Beispiel. Das ist der Karlsruher Zoo, das Elefanten- und Nilpferdhaus. Es gibt drei verschiedene Arten im Prinzip von Fassadenbegrünung. Einmal das Ranken an Hilfsmitteln, also Drähten zum Beispiel. Das Ranken direkt an der Fassade, was man häufig vom Efeu kennt. Und dann die Bepflanzung in der Fassade, was jetzt hier als Beispiel angebracht wurde. Interessant ist auch noch, dass bei dieser Bepflanzung in der Fassade eine Bewässerung über die Fassade möglich ist und dadurch einen Wasserverlust über Verdunstung ausgeschlossen werden kann. Inwieweit das dann gut oder schlecht ist, das müsste man dann gegebenenfalls auf den Schlachthof nochmal anwenden. Und jetzt kommen wir zum Stuttgarter Schützenplatz. Genau. Eine Möglichkeit, mit Begrünung arbeiten zu können, auch wenn man nicht in den Untergrund eingreifen kann, haben wir nämlich in Pflanzkübeln gesehen. Dieses Bild hier habe ich mal in Stuttgart aufgenommen, auf einem eigentlich sehr schönen Platz, in dessen Mitte aber früher nur Autos parkten. Man sieht ja noch die Markierungen auf dem Boden. Weil das auf meinem täglichen Weg zur Arbeit lag, weiß ich, dass es da im Sommer immer unmöglich heiß wurde. Und das war dann eine Nachbarschaftsinitiative, die dieses Projekt dann ins Leben gerufen hat. Und das hat mir vor allem zwei Dinge gezeigt. Erstens,
Stadtbürger haben Interesse an solchen Aktionen, auch wenn es Arbeit macht. Die Bereitschaft, etwas zu tun und Verbesserungen zu erzielen, ist da. Und zweitens, das war eigentlich immer noch viel zu wenig. Ich habe das ja über einen längeren Zeitraum selbst mitgetestet, weil ich da ja immer vorbeikam. Es war schon etwas besser als mit den Autos, weil dann wenigstens ein paar Autos weniger zusätzlich Hitze abstrahlten. Aber dadurch, dass es doch relativ wenige Pflanzen sind und der Boden immer noch asphaltiert ist und immer noch jede Menge Hitze abstrahlt, war der Effekt der Kühlung meiner Meinung nach noch relativ gering. Und das hier ist ein zweites Beispiel aus Stuttgart. Hier wird nämlich das Dach eines Parkhauses im Sommer für Urban Gardening benutzt. Im Sommer parkt da ja sowieso niemand, weil es viel zu heiß werden würde. Daher ist es auch ein sehr gutes Beispiel für eine temporäre Nutzung. Pflanzen in Kübeln haben jetzt leider natürlich diesen erheblichen Nachteil gegenüber freiem Erdreich wachsenden Pflanzen. Dadurch, dass durch die zusätzlichen Oberflächen an den Seiten der Kübel die Sonne mehr Angriffsfläche hat und erstens die Wurzeln erhitzt, was viele Pflanzen gar nicht so gut vertragen. Und zweitens führt auch das begrenzte Volumen an Erde dazu, dass alles schneller austrocknet und man an heißen Sommertagen unter Umständen morgens und abends gießen muss. Und das ist halt mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit auszugleichen, dass wir auf dem Schlachthofgelände keine bodendeckende Vegetation einsetzen können. Und jetzt mit so einer Pergola-artigen oder vielleicht auch baulichen Grundstruktur mit solchen Drahtseilen sehen wir dann die Möglichkeit, einige von diesen eben angesprochenen Problemen lösen zu können. Weil so eine bauliche Grundstruktur, die lässt sich erstens solide befestigen und zwar auch dann, wenn man nicht wirklich in den Untergrund eingreifen kann. Und zweitens können dann Kletterpflanzen im Laufe der Zeit ein Dach bilden, was großflächig Schatten spenden kann, um so einen asphaltierten Bereich vor Gebäuden wirksam vor Aufheizung zu schützen. Im Winter würden die Pflanzen dann wiederum das Laub verlieren und mehr Licht nach unten lassen. Und man kann den Pflanzen dadurch auch durch die Kombination mit den baulichen Leitlinien, an denen sie entlang wachsen, fast jede Form geben, die man will. Also man hat da eine gute Möglichkeit der Einflussnahme auf die spätere Gestalt. Und die Pflanzen müssten natürlich auch nicht ins Erdreich ausgepflanzt werden, sondern könnten eben auch aus Kübeln an den Stützen entlang hochwachsen. Dazu haben wir auch ein sehr interessantes Projekt gefunden, hier in Zürich, der MFO-Park. Das ist auf dem Gelände einer ehemaligen Maschinenfabrik entstanden und ist ein Stahlgerüst, das ist etwa 100 Meter lang, 35 Meter breit und 17 Meter hoch. Und in das Gerüst sind Pflanzschalen und Ranghilfen eingebaut und das ist auch mittels Treppen begehbar. Und dann auch die Fläche unter dem Dach ist für Veranstaltungen nutzbar. So. Dann kommen wir jetzt in unser drittes Kapitel, weil sich unsere Recherchen ja mit anderen Themen etwas überschnitten haben, vor allem mit dem Thema Wasser. Und wir sind darauf gestoßen, dass aufgrund des hohen Anteils versiegelter Flächen in den Städten und insbesondere auch auf dem Schlachthof bei Starkregenereignissen im Sommer halt erhebliche Mengen an Wasser ankommen und dann in kurzer Zeit abgeleitet werden, ohne versickern zu können, obwohl das Wasser man ja sehr gut gebrauchen könnte, weil es im Sommer sowieso viel zu wenig regnet. Und es gibt also gute Gründe zu versuchen, möglichst viel von dem Regenwasser auf dem Grundstück zu behalten und zu nutzen. Und hier sehen wir jetzt mal das Funktionsprinzip von einer Baumregole. Und zwar wird erstmal an der Oberfläche das Wasser in einer Vertiefung gesammelt. Und dann hat es Zeit zu versickern. Und unterirdisch gibt es dann nochmal einen Speicher für den Baum, aus dem er dann länger Wasser ziehen kann. Und diese seitlichen Öffnungen muss es nicht unbedingt geben. Das wäre dann eine mögliche Variation auch für unseren Schlachthof. Und diesen Überlauf in die Kanalisation muss es auch nicht unbedingt geben. Und hier noch ganz kurz zum Schluss. Auch wenn sich das jetzt eher wieder schlecht auf den Schlachthof übertragen lässt, ist es trotzdem wissenswert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Versickerung ohne teure Regolen umzusetzen.
Sofern sich halt der Baugrund dafür eignet, kann man das Wasser dann auch letztlich unserem Grundwasserspiegel wieder zugutekommen. Und es gibt Bäume, die eignen sich sehr gut, um in solchen Versickerungsmulden eingesetzt zu werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Birke. Denn die können erstens damit umgehen, wenn die mal eine Weile nasse Füße bekommen und das Wasser in der Mulde stehen bleibt, um zu versickern. Und die Bäume saugen auch sehr stark und geben das Wasser dann auch wieder an die Luft ab, was wieder einen guten Kühlungseffekt gibt. Gerade für so Innenhöfe oder in dicht bebauten Gebieten mit Blockrändern kann das eine gute Sache sein. Gut. Und dann gebe ich es nochmal an den David für unser Fazit. Ich weiß, wir sind schon durch, deswegen ganz schnell. Im Prinzip haben wir gesagt, Bäume sind in unserem Gebiet schwer anzuwenden. Deswegen setzen wir auch so eine Mischung aus baulicher Maßnahme und Vegetation. Über diese Gerüste kann man dann quasi beschatten. Gleichzeitig die temporäre Nutzung von Bodenflächen und Dachflächen mit diesem Urban Gardening System. Dadurch muss die Versiegelung auch nicht aufgebrochen werden. Und über die Beschattung, über diese Rankensysteme hat man dann eine ähnliche Verschattung wie über Bäume. Nur halt, man kann die in Kübeln wachsen lassen und muss dann nicht größere Bodenöffnungen verantworten. Genau. Und die Quellen sind dann auch im Anschluss an die Präsentation noch aufgeführt.